Shadow 7, fuck! Ich schwöre, ich hab keinen Alkohol getrunken. Schönen guten Tag, ihr Herren. Spannend. Warum hört Jack das hört sich aber nicht ganz so glaubwürdig an? Wir kommen mal vor der Straße runter, bevor hier noch ein Auto durchrast. Achso, ich dachte, jetzt reden Sie mit mir. Hallo. Oh, nein, nein. ich flipp den Wagen eh mal, also ich mach mal eben mein Ding. Herr Jack, können Sie, soll ich Sie halten oder können Sie gerade auslaufen? Natürlich. Sie müssen schützen. Soll ich hier auf der Linie laufen? Moment mal. Ja, warten Sie mal, bevor Sie hinfallen. Passen Sie mal auf, dass meine Leitplanke nicht, dass Sie sich in den Kopf stoßen. Aber mein Kollege, der holt kurz den Alkoholtester. Oh, wie hat er das denn gemacht? Wir würden gerne mal einen kleinen Alkoholtest bei Ihnen machen. Einen Alkoholtest brauche ich nicht. Mir ist völlig gut. Wollen Sie nicht, wenn ich das Wort erheben darf? Ja, bitte. Der Herr Jack, der war eindeutig nicht betrunken. Ich bin den ganzen Tag schon mit dem hier umhergefahren, ja. Oh, ist so schlecht. Ich glaube, das kommt eher durch den Aufprall und durch das auf den Kopf liegen. Ja, ich weiß nicht, ob es dem Herrn so gut geht. Also, wir machen mal einen kleinen Alkoholtest und Herr Jack, dann schauen wir mal kurz, was das Ergebnis sagt. Mir ist völlig gut. Ich weiß ja nicht. Gucken Sie mich mal an. Kommt auch nicht die Alkoholspanne auf. Ich kann dazu nur sagen, dass es schlecht ist. Hier rechts von Ihnen, haben Sie sich dreht mal ein bisschen. Schauen Sie mal hier in diese Richtung, hier vorne. Oh. Der Kollege. Wir gucken Sie mal. Hallo. Also folgendes, Sie sehen ja in meiner Hand, das ist ein Alkoholtest. Ich werde Ihnen den dann gleich geben. Ich habe schon ein frisches Mundstück draufgegeben. Das sieht jetzt hätte so ich jetzt aus. Weniger gemacht. Ich werde Ihnen den dann Richtung Mund halten. Ja, okay. Sie werden dann da reinpusten. Und Sie müssen dann so lange da reinpusten, bis der Piepton ertönt. Bevor der Piepton nicht ertönt, hören Sie nicht auf zu pusten. Herr Jack, haben Sie das verstanden? Ja, das habe ich verstanden. Dann kommen Sie mal ein bisschen näher zu mir her. Ah. Ich habe noch nicht viele dabei. Ich zähle dann runter und dann fangen Sie an zu pusten, okay? Okay. Ja, wir erzählen nicht, also, mehr Hilfe. 3, Hilfe nur nach Hose, 2, 1, pusten. What the fuck, ey? Da. Wieder ansprechbar, Jack, oder sind immer noch die Cops bei euch? Ist das eine Kippe oder was habe ich jetzt hier im Mund? Das war knapp. Sehen Sie. Herr Toxic, können Sie mal nachgucken? Sehen Sie, ja, oh. Hat noch nie geschadet. Ich hab die Gelbsucht. Scheiße. Älteres, schau nochmal genau drauf. 1,5 kann das sein? 1,5? Schau bitte nochmal zur Prüfung. Ich mir jetzt hier was falsch habe. Ich habe nichts getrunken. Bei mir steht auch das kann ich bezeugen. Sie haben nichts getrunken? Herr Jackson, wo kommen Sie denn gerade? Hier aus der Kurve. Aus der Kurve bin ich gekommen. Haben Sie davor irgendwie, waren Sie bei Kollegen oder bei irgendeiner Feier oder so? Kann das sein? Ey, war er nicht. Ich war den ganzen Tag bei ihm. Bei einer Maifeier oder so in die Richtung? Ich kenne den Mann gar nicht. Den habe ich auf der Straße aufgegabelt. Ich weiß gar nicht, ich bin dann wieder weg, hab den User in your channel timed out. Danke. Wo ist denn mein Auto? User entered your channel. Ja, Jungs, ich hab mein Auto verloren. Sie warten nochmal mit uns eine halbe Stunde, können den Test nochmal wiederholen und dann gucken wir nochmal nach, ob sich da vielleicht was geändert hat. Möglichkeit 2 ist, Sie fliegen mit uns jetzt umgehend zum nächsten Krankenhaus. Wir werden dort einen Bluttest veranlassen und wir gucken dann nach, wie viel Sie tatsächlich im Blut haben. Sie wissen ja, diese Lufttests sind nicht hundertprozentig genau. Sie liefern uns nur einen Indiz. Da hinten rennt einer im Busch, möchte ich nur sagen. Das ist kein Hase. Das ist unser Kollege. Ach, hier steht mein Auto. Das ist unser Kollege. Wann habt ihr das denn reingefahren? Wie bitte? Konzentrieren Sie sich. Was möchten Sie machen? Eine halbe Stunde warten? Ja. Und gucken, ob der zweite Test vielleicht anders ausfallen wird? Oder sind Sie geständig und fliegen mit uns ins Krankenhaus? Geständig bin ich schon mal gar nicht. Ich bin voll schlaff. Gerade. Aber ich komme gerne mit. Ja. Ja. Helikopter. Herr Toxic, zu welchem Krankenhaus fliegen Sie hin? Wie gesagt, ich kenne den Mann da gar nicht. Ich muss mal sehen, in die Klinik in Kavala fliegen werden. Okay, ich fahre den Wagen dorthin.
Ich hab Hunger. Der Jack, Können wir zwischendurch irgendwo halten? Jack, folgen Sie mir bitte. Kommen Sie mal mit ganz vorsichtig. Wir gehen hier extra um die Leitplanke herum, dass Sie da nicht rübersteigen müssen. Nicht, dass Sie noch überstolpern. Schön vorsichtig. Also Händchen halten, ne? Das brauche ich nicht. Hm. Brauchen Sie nicht? Alles klar, gut. Ich habe das Schild, glaube ich, gerade umgelaufen. Abstand, wenn wir das schaffen. Oh. Oh, nee, das lag schon länger. Ja, Jack. Toxic. Ich habe die Mediziner schon angeschrieben. Ich warte noch auf eine Rückmeldung, in welches Krankenhaus wir fahren oder beziehungsweise fliegen sollen. Die machen sich dann auch schon mal bereit. Und dann nur noch kurz warten. Jack, dann setzen Sie sich bitte gemütlich hinten auf die Sitzbank, in der hinteren Sitze. Ja. Schneiden Sie sich gut an. Ich helfe Ihnen ein bisschen. Ich glaube, hier sollte ich lieber nicht sitzen. Ne, steigen Sie am besten so wirklich auf einer Sitze. Das ist, glaube ich, gemütlicher und angenehmer für Sie. Vor allem, da haben Sie auch eine anständige Schnalle. Ich helfe Ihnen ein bisschen. Ah, danke. Dankeschön. Mensch, der liebe Kops heute. Oh. Also, Herr Jack, ich werde mich dann auch neben Ihnen hinsetzen, falls Ihnen übel wird. Bitte beim Fenster, rauskopfen. Okay. Also nicht in unseren Helikopter rein, weil den müssen wir einmal in der Woche putzen. Also deshalb sind ja auch keine Türen mehr, weil unseren Mitfahrern durchaus öfters mal schlecht wird. Also sollte Ihnen wirklich übel werden, bitte ins Freie kotzen. Und vor Bescheid sagen, dass wir über ein nicht bewohntes Gebiet fliegen. Puh, hat ihr aber eine Zigarette dabei? Ich bin leider nicht traurig, ich weiß nicht, mein Kollege, der Captain T-Bone, ob der was dabei hat oder vielleicht älteres, ich weiß nicht, bis ich rauche. Also vielleicht eine Zigarette für den haben. Sind Sie Raucher, Jack? Kann ich Ihnen gerne eine Zigarette anbieten? Alles klar. Aber bitte nicht hier in den Helikopter rein äschern, sondern immer nach außen. Alles klar. Ui. Na, aber nicht so rumwackeln in der Luft, dann wird mir schlecht. Das sag ich dir. Nein, ich fliege ganz vorsichtig. So, Jack, ich habe Ihnen auch mal eine Flasche Wasser gegeben, falls Sie etwas trinken möchten. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen gerade geht. Hey, ich habe schon genug im Bauch. Okay. Seid ihr schon fertig mit den Cops oder immer noch am Reden? Sound muted. Was sollen wir trinken, 7 Tage lang? Jack, Sie scheinen aber noch richtig fröhlich zu sein. Wollen Sie uns nicht erzählen, wo Sie vor Ihrer Autofahrt waren? Nein, dann mache ich mich strafbar. Hier, die Polizei belügen ist auch eine Straftat, das wissen Sie. Ich weiß jetzt nicht, was das größere Übel ist. Ich habe aber kein Eid geleistet, glaube ich. Was haben Sie nicht? Keine Eingeleise? Was ist das? Kein Eid geleistet. Ah, Eid geleistet. Ja, Sie stehen hier ja auch nicht vor Gericht, Herr Jack. Ja. Noch nicht. Ich muss kurz meine Frau anrufen, ja? Schatzi, Baby, Mann. Wollen Sie schon mal beichten, oder wie? Ich bin noch unterwegs mit Freunden. Ja, ich weiß, ich bin gestern schon losgegangen. Ich weiß, ich bin gleich zu Hause, versprochen. Nein, ich habe nichts getrunken. Hör ich mich so an, oder was? Ja, Hubschrauber, wir fliegen gerade zu meinen Freunden. Ja, tschüss, Schatz, tschüss. Ihre Frau scheint sie aber ganz gut zu kennen. Ja, deswegen ist er ja meine Frau. Soll ich aussteigen oder was? Ja, warten Sie kurz. Mein Kollege macht Ihnen kurz die Schnalle los oder warten Sie, ich mach das eben kurz. So, steigen Sie bitte vorsichtig aus, schauen Sie, dass Sie nicht stolpern. Herr Check, passen Sie auf jeden Fall auf. Hier geht's durchaus weit runter. Also ich bleib neben Ihnen. Stopp, warten Sie! Oh. Kommen Sie, folgen Sie mir mal langsam. Ich bin vorsichtig. Mir geht's völlig gut. Also,
Gerade scheinen sie nicht mehr zu gehen, Herr Jack. Doch, ich gehe absolut gerade, das sehe ich ja. Hallo? Ich glaube, sie brauchen eine Brille. Oh. Oh, Achtung! Ich habe die Kontrolle verloren. Herr Jack, beruhigen Sie sich, alles wird wieder gut. Okay, so. Sind wir jetzt Freunde? Jetzt habt ihr den Arm Jack da alleine gelassen, da oben. Oh. Ja, der Kollege, der... Jungs, Vorsicht, da ist die Polizei. Irgendwo ist die Polizei. Achtung, aber aufpassen. Aufpassen. Detective Toxic, wie sollen wir denn mit ihm hier die Stufen runterkommen? Das kann man aber nicht. Wir könnten ihn theoretisch runtertragen. Oh, wer ist das denn? Jack, dürften wir sie da runtertragen? Was schaffen sie das? Warum ist denn dein Geländer? Das kommt in die Nachrichten, dass hier kein Geländer dran ist. Ey, ich würde sagen, sie hängen sich bei mir hier ein. Warten Sie. Aufpassen, Vorsicht. Nehmen Sie meine Hand hier, hängen Sie sich ein. Händchen halten. Okay, so. Vorsichtig. Oh. Ja. Schön. Alter, machen Sie sich nicht so schwer, Mann. Können auch selber noch gehen. Oder so halbwegs jedenfalls. Ich wollte auch noch helfen, die haben noch getan. Oh ja. Oh, noch so weit. Aufpassen. Er ist nicht mehr weit, wir haben es gleich geschafft, Herr Jack. Dürfen Sie überhaupt den Dienst mal, Jack, noch trinken? Zwei Stufen. Ist das eine Bank hier oder was? Oh Gott. Mit Verlaub, Herr Eldris, der hat gar nichts getrunken. Ich war die ganze... Ich kenne den Mann gar nicht. Wer ist denn das überhaupt? Oh, die Zigarette tut gut. Er hat eher einen epileptischen Anfall oder sowas ähnliches, keine Ahnung. Epileptisch, ich gebe dir gleich epileptisch, Mensch. So, Herr Jack, da werden wir auch schon von den Sanitätern haben wir bis jetzt, ich weiß nicht, aber Elders, hast du schon eine Antwort bekommen? Ich habe ein Zimmer reserviert auf Bauer. Ich muss schlafen. Hallo? Hallo? Ja, ich glaube, so, ja, Jakob. Die Herr Jakob, kurz zur Information. Wir haben den werten Herr hier aufgetroffen mit einem beschädigten Fahrzeug. Wir gehen stark davon aus, dass der werte Herr hier alkoholisiert ist. Wir haben auch einen Schnellpustetest durchgeführt. Da hatte dieser Herr 1,5 Promille. Einspruch, also euer Ehren. In der Lage... Ordentlich, hier ist keine euer Ehren. Jack, wir sind immer noch mit einem Fahrzeug zu fahren. Wir würden deshalb jetzt bitten, dass Sie vielleicht bei diesen Herren einen Bluttest fahren lassen können, dass wir dann sicher gehen können, wie viel Promille er im Blut hat und ihn dementsprechend dann auch seine gerechte Strafe zu führen. Strafe? Ich glaube, jetzt brauche ich einen Anwalt. Jetzt. Oh, mein Auto steht hier. Ha! Ist ja geil. Ja, Jack. Und das habe ich hierher gefahren. Wer sind sie eigentlich? Ich Apropos, Jack, warte mal, das Auto ist offen. Warte kurz mal, ich nehme hier mal kurz die Schlüssel raus, dann schließe ich mal kurz dein Fahrzeug ab, ja? Der Herr ist mir an die Hose gegangen. Wie bitte? Was haben Sie da gemacht? Ich brauche einen Anwalt. Ich brauche jetzt einen Anwalt? Ich brauche einen Anwalt. Herr Jack, folgen Sie mal meinem Kollegen. Mein älteres. Vorsichtig ins Verhandlungszimmer. Verhandlungszimmer? Ein Behandlungszimmer. Also das Problem ist, momentan ist anscheinend kein Sanitäter bzw. kein leitender Arzt hier. Oh Gott. Hier am Glück gecheckt, dass ich auch eine Sanitätsausbildung habe. Ich auch. Weiß ja nicht. Herr Toxic, Sie können mich auch gerne mal untersuchen. Ich habe auch eine medizinische Ausbildung, wenn ich helfen soll. Ja, du. So, ja, Herr Toxic, könnten Sie dann bitte mit dem du kannst Herrn da meine Frau Philipp, anrufen, das Zimmer verlassen?
Ja, natürlich, natürlich. Das muss natürlich streng vertraulich hier behandelt werden. Nimm mal mein Handy mit und sag meiner Frau... Jack, Sie bleiben bitte bei mir. Okay. Viel Glück, Jack. Na, ich kenne ihn gar nicht. Vorher, Herr Jack, folgendes. Philipp, seien Sie mal ehrlich. Setzen Sie sich mal hier hin und beruhigen Sie sich. Ja. Oh. Also, ich werde Ihnen jetzt ein bisschen Blut abnehmen müssen. Den Personen wird da meist immer ein bisschen übel und schwindelig. Sprich, es ist ganz wichtig, dass sie dann nicht aufstehen. Also schlimmer als jetzt gerade ganz sie werden. Sein. Ja, dann war es eigentlich auch schon. Ja, eben. Also es ist ganz wichtig, dass sie dann sitzen bleiben. Ich werde dann auch neben Ihnen sitzen und ein bisschen auf sie aufpassen, dass sie nicht umfallen. Nur zur Information muss ich Ihnen mitteilen, dass manchen Personen ein bisschen übel wird, dass es sein kann, dass sie kurz irgendwie, dass ihnen schwarz vor Augen wird oder ähnliches. Okay. Das dient aber jetzt nur dem Protokollhaber, dass sie das jetzt wissen. Ich werde jetzt dann gleich mal die Spritzen holen. Da wird eine Ampulle dabei sein. Wir werden Ihnen 200 Milliliter, nicht 200 Milliliter, 20 Milliliter Blut abnehmen. Das müssen wir dann den Medizinern hier lassen. Sie werden das Blut dann untersuchen und alles Weitere werden Sie dann wahrscheinlich schriftlich informiert von der Polizei werden, sollten Sie noch eine Strafe bekommen. Okay. Also haben Sie das soweit halbwegs zumindest verstanden? Sie bekommen natürlich auch noch ein schriftliches Einschreiben, wo dann alles nochmal genau erläutert wird und wo auch drin steht, was wir hier mit Ihnen gemacht haben. Auf den Kopf gelegt hat. Ja. Und wie der Herr rumlallt, also ich Alles klar. Dann bleiben Sie mal sitzen, dann hole ich mal die Spritzen. Ja. Was das für eine Pressesteile geben wird. Jack Bauer betrunken. Journalist verbreitet falsche Tatsachen. Jetzt verstehe ich langsam auch, warum Pater so sauer auf ihn ist. Ja, das nimmt wieder. Wenn das echt sei, so ein Problem bei Ihnen ist, ja, dann können Sie sich auch jederzeit bei mir melden. Ja, ich kann I'm singing in the rain. So, Herr Jack. Ich habe Angst. Folgendes. Einmal bitte. Ja, Sie müssen keine Angst haben, das tut nicht weh. Außerdem in Ihrem Zustand, glaube ich, werden Sie da eher weniger spüren. Einmal bitte das Leibchen hochziehen, dass ich da auch zugreifen kann. Mein was? Das Leibchen, den Oberarm ein bisschen nach oben ziehen. Ja, ich denke mal, dass er da... Dass ich auch Ihren Oberarm treffe. Ah, genau. Perfekt. Mutig mal. Weiß nicht sicher. Also, Jack, ich werde es erstmal desinfizieren. Mhm. Ich werde da schauen, mal kurz, was der Kollege... Dass da natürlich nichts passieren kann. Ja, geimpft wurde ich heute schon. Jetzt wird es dann gleich ein bisschen pieksen. Also denken Sie an was anderes. Ich werde auf drei dann Sie stechen. Ich denke einfach also an den Elefanten. Drei, ist schon vorbei. Tut's recht weh. So, jetzt da sitzen bleiben auf jeden Fall. Jetzt muss die Auffangbehälter natürlich ein bisschen weiter nach unten gehängt werden. So. Genau. Jetzt heißt es nur warten, dann ist das voll. Sehr schön. Dann kann man das wieder rausziehen, abschließen. Sehr gut. So, hier haben Sie noch ein Taschentuch. Halt bitte auf die Einstichwunde, dass es nicht anfängt zu bluten. Halten Sie eine Minute drauf, dann müsste das schon wieder passen. Ich werde das mal wegbringen. Ja, der Schlüssel passt irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, woher Jack diesen Autoschlüssel hat. Jack, brauchen Sie noch Wasser oder ähnliches? Nein. Wenn noch ein Ersatzschlüssel ist. See trees are green. So, Jack. Jack, können Sie mich verstehen? Ich habe aktuell Bedenken, Sie nochmal hier auf die Straße zu lassen. Und deshalb würde ich mit Ihnen zwei, drei kleinere Tests durchführen. Also würde ich Sie bitten, einmal aufzustehen. Vielleicht finden Sie da drin ja noch Zeug oder so. Gucken Sie mich mal an, Herr Jack. Brille bitte herunternehmen. Sie können auch die Kleidung wieder anziehen. Herein. Herein. Herr Toxic, Sie können schon wieder kommen. Die medizinische Untersuchung ist vorbei. Wir haben das Blut jetzt dem Herrn zur Weiterverarbeitung gegeben. Ich habe aber Bedenken, Herrn Jacks seinen Zustand auf die Straße zurückzulassen. Deshalb hätte ich noch zwei, drei weitere Tests mit ihm gemacht, ob er auch in der Lage ist, dem Verkehr, den Menschen da draußen, gar nichts mehr ohne meinen Anwalt. Sich gerecht zu
verhalten. Mhm. Herr Jack, Sie brauchen ja keine Angst haben, ins Gefängnis oder ähnliches zu wandern, das kann ich Ihnen versichern, das werden Sie nicht machen. Alles klar, gut, dann ich begebe mich wieder vor die Tür. Ich möchte meinen Anwalt sehen. Herr Philipp? Ja, bitte. Auch für Sie bitte, das ist hier eine polizeiliche Untersuchung. Dementsprechend bitte ich Sie erstmal den Raum zu verlassen. Herr Jack kann Ihnen dann im Nachhinein alles erzählen, was er hier mit mir machen muss. Ja. Guten Tag, Herr Winifred. Herr Winifred, warten Sie doch mal. So. Möchten Sie sehen? Da ist auch der Anwalt. Mein Anwalt. Ja. Guten Tag. Ja, hier. Herr Jack? Mensch, Junge, die sagen, ich habe getrunken. Ich schwör's sicher nicht, ich bin getrunken, ne? Ich hab gar nichts getrunken. Gar nichts. Das musst du denen klar machen. Soll ich mit rausnehmen? Die haben einfach bitte eins nach dem anderen. Also ich war jetzt gerade hier bei der Großwildjagd, mitten in der Wildnis. Die haben mich jetzt hier verständigt. Jetzt bitte mal ganz in Ruhe. Komm, die Herren Officer, was wird meinem Mandanten vorgeworfen? Ganz genau. Was? Naja, also wir haben ihren Mandanten verunglückt in der scharfen Hahnhalkurve vor der Stadt Agios Dionys gefunden. Das Fahrzeug lag auf dem Dach. Da hatten wir die Vermutung, dass der Herr aufgrund seines Laufstils und seiner Redeart ein wenig Alkohol zu sich genommen hat. Daraufhin haben wir einen kleinen Schnelltest, so einen Luft- und Pustetest gemacht mit dem Herrn. Mit Zigarette haben sie mir gegeben. Der hat uns 1,5 Promille angezeigt. Anschließend, ja. Der hat 1,5 Promille angezeigt, da wir uns da nicht sicher waren, ob der das wirkliche Ergebnis zeigt. Sie wissen ja, die Messverfahren sind da ab und zu nicht so ganz präzise, deswegen haben wir einen Bluttest eben veranstaltet und sind eben zum Krankenhaus gekommen. Mein Kollege, der Herr Elders, hat dann eben Blut abgenommen bei dem Herrn und das ist jetzt noch im Labor. Aber da sollten wir bald die Ergebnisse haben. Mann, du musst auch Einspruch und deswegen werfen wir Mandanten fahren unter Trunkenheit vor. Ja, ich mag jetzt im ersten Moment für Sie natürlich so aussehen, das verstehe ich natürlich vollkommen. Was Sie aber natürlich nicht wissen können, ist, dass mein Mandant an einem seltenen Gendefekt Zucker leidet. Das folgt ja. In meiner SMS hat er geschrieben, dass er einen Verkehrsunfall hatte, soweit weiß ich das. Und dass er dann eben von Polizisten ist, von Ihnen dann eindeutig mitgenommen wurde. Ganz genau. Was Sie also nicht wissen können, ist, dass er einen seltenen Gendefekt hat, was dazu führt, dass er, wenn er unter Stress steht, und dann quer durch die Gegend läuft, was ja wohl passiert ist, da infolge des Unfalls unter Stress litt und wohl auch dann erst einmal verwirrt durch die Gegend gewandert ist. So, was bei einigen Leuten vorkommt, ist, dass bei übermäßiger Muskelanstrengung, also was Sie vielleicht kennen unter Muskelkater, also eine Aktivierung in den Muskeln, ist bei einigen Leuten eine alkoholische Gärung und das ist bei meinem Mandanten ist das leider so. So, dass dann das dazu geführt hat, dass er also quasi nach seinem Unfall durch Stress, also durch diesen Stress eben dann begonnen hat, Alkohol zu produzieren, das jetzt in seinem Blut ist. So kannst du natürlich verstehen, dass natürlich hier Alkoholtest jetzt so ausfällt, aber ich kann Ihnen versichern, dass der Herr Jack von den Channels, der bei Channel 7 News aktuell arbeitet, ist das doch richtig? Ja, das stimmt doch. Das ist ja aufwendig, das ist hier mein Plädoyer. Ruhig weiter, alles auf jeden gut. Fall, dass der eben nicht alkoholisiert Auto gefahren ist, sondern lediglich infolge des Unfalles Alkohol ins Blut bekommen hat. Freigesprochen. Ich bin freigesprochen. Bin ich freigesprochen? Der Bluttest, der würde uns aber wahrscheinlich auch anzeigen, ob der Jack denn was getrunken hat oder ob es wirklich an diesem Gendefekt liegt oder nicht. Das sollte auch nachweisbar sein. Also sind ja doch ein bisschen unterschiedliche Stoffe und das wird danach wahrscheinlich im Blut nachweisbar sein. Wenn wir die Tests haben, werden wir Ihnen diese natürlich zuschicken und daraufhin können Sie natürlich Berufung einlegen. Ich würde aber vorstellen, dass der Jack... alles, was also im Rebellengebiet passiert, bleibt auch im Rebellengebiet. Ja. Okay. Ja, das ist also natürlich... Alkoholtest sollte aber eigentlich im Wesentlichen jetzt nur Alkohol eigentlich angeben und eventuell Getreidereste. So, was wir aber noch wissen sollten, ist, dass der Jack eine unglaubliche Vorliebe für Brot hat.
Sind Sie mal bei ihm zu Hause in sein Haus schauen. Seine ganze Vorratskammer voller verschiedener Arten. User disconnected from your channel. Mischbrot in allen möglichen Varianten, aus allen möglichen Mehlsorten. Verschiedene Weißbrote aus allen Herrenländern. Der Herr ist wirklich ein begeisterter Brotsammler und auch Brotgenießer. So, und das heißt, das führt eben dazu, dass er eine große Anzahl an eben Getreideerzeugnissen automatisch, also Reste von Getreideerzeugnissen in seinem Blut hat, was natürlich dann zum Beispiel auch Alkohol, also auch Einflüsse wie zum Beispiel Getreide, flüssig und prickelnd, lecker. Ja, oder zum Beispiel auch aus härterem Alkohol, der zum Beispiel aus Kartoffeln, aus Kartoffelstärke gewonnen wird. Ähnlichkeiten damit aufweist, aber es ist, wie gesagt, nicht so, dass der Herr unter einem seltenen Gendefekt leidet. Ja, Winfried, das wird uns dann auf jeden Fall der Bluttest weiterhin zeigen. Trotz alledem möchte ich mit Herrn Jack jetzt noch 2-3 Tests durchführen. Die Herren können auch gerne hier bleiben, aber dann bitte nicht allzu viel sprechen. Dies steht alles nur dahin oder dahingehend, ob wir den Herrn jetzt hier entlassen können oder ob er vielleicht eine Nacht hier im schönen Krankenhaus Kavala verbringen soll. Herr Jack, sind Sie dazu jetzt in der Lage, diese Tests durchzuführen? Ja. Wenn Sie sich halbwegs wieder in Ordnung fühlen, dann dürften diese Tests auch kein Problem für Sie sein. Ja, wenn ich hier bleibe, so. Möchte ich, dass Fertig auch hier ist. Wo ist denn dieser Lichtschalter? Herr Jack, folgendes. Danke für das Licht. Na cool. Test 1 sieht folgendermaßen aus. Wir gehen mal raus, das ist besser. Das war mein Anwalt da vorne. Herr Toxic, Sie bitte bei mir zu bleiben, sollte den Herrn irgendwie schwindelig werden. Der kostet mich Schweinegeld. Herr Check, folgendes, Test 1 ist ein Herztest, sprich Sie werden jetzt ein bisschen aus der Puste kommen. Ich werde den Test mit Ihnen mitmachen, dass Sie sich nicht so doof und alleine vorkommen. Wir machen jetzt gemeinsam bitte 10 Strecksprünge, die sehen folgendermaßen aus. Sie stehen, legen sich auf den Boden und springen. Oder stehen zumindest schnell wieder auf. 10-mal hintereinander, Herr Jack. Wir machen das jetzt synchron gemeinsam. Und danach sagen es... Ja, und die Hände natürlich. Okay. Ich versuch's. Ich versuch's. Und 10-mal hintereinander, okay, Herr Jack. Sollte Ihnen übel werden oder schlecht werden, sofort Bescheid sagen und wir brechen den Test ab. Alles klar. Alles klar? Ja. So, Jack, dann fangen wir jetzt an. Auf 3? Oh, 1. Ja. Also... Das war anstrengend. Wie wollen wir da jetzt vergleichen? Also ich würde vorschlagen, ich bin ja mit den... Ja, ein bisschen anstrengend kannst du sagen. Mit Jack die ganze Zeit, ja... Nur sollte ihnen schwarz vor den Augen werden. Auf der Insel rumgefahren, ja? Bescheid sagen. Ich würde sagen, wir bringen... Also irgendwie bin ich nicht so schnell wie Sie. Jetzt irgendwas noch zu machen ist da, glaube ich, nicht. Ich würde sagen, wir bringen... Ja, machen Sie Ihr eigenes Tempo, Sie sollen halt 30 Sekunden dazwischen. Wahrscheinlich die beste Idee, lassen Sie mir ein paar Geräte morgen früh da. Ich glaube, da sind ein paar kleine Koordinationsstörungen. Jack, sind Sie sicher, dass es gut geht? Ja, ich habe nur die Feinmotorik. Ne? Wenn Sie das nicht schaffen, dann... Einfach nur diesen entstandenen Rausch auslassen und das leichte Trauma, das Sie in dem Fall verarbeiten. Sie sollten es dann wahrscheinlich... Und 10 beim... Morgen mal hier einen Check bei da, ich habe nicht mitgezählt. Die Hände müssen Sie noch hoch machen. Ja. Ah, genau. Herr Check, Hände wieder runter. Ja. Wie geht's Ihnen jetzt? Fühlen Sie sich halbwegs noch in Ordnung? Ja, also die Pumpe. Die Pumpe pumpt, das merke ich. Ja, Sie können durchaus ein bisschen aus der Puste sein, ja. Aber Sie sollten jetzt nicht irgendwie kurz vor Zusammenbrechen sein. Nee. Ja, dieser Test scheint mir durchaus erfolgreich zu sein. Test 2 sieht folgendermaßen aus. Sie sehen ja hier die Kacheln. Ja? Wir haben hier leider keine Kreide, aber ich bitte Sie hier zwischen diesen Kacheln, wo ich mich gerade befinde, einmal gerade nach vorne zu gehen. Ohne Linien zu berühren. Dabei das Alphabet aufzusagen. Was? Sprich, dabei das Alphabet aufzusagen. Sprich. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N und so weiter und so fort. Und wenn Sie mit dem Alphabet sind, fangen Sie mit dem Alphabet wieder rückwärts an und gehen dabei rückwärts. Ach du Scheiße. Z, X, Y.
und so weiter und so fort. Darauf, Herr Jack. Herr Jack, darauf müssen Sie jetzt nicht antworten. Herrn Officer, das übersteigt schon in den Intellekt meines Mandanten. Das können Sie im betrunkenen Zustand nun wirklich nicht zumuten. Hä? Warum sagst du, ich bin Kannst betrunken? Der Herr ist nicht betrunken. Ich bin nicht betrunken. So, Herr Jack. Okay, sind Sie bereit? Versuchen Sie, jetzt zu starten. Okay. A, B, D, G, I, K, L, P, Z. Also, Und rückwärts wieder zurück. Z, X. Z? Was ist der Aufschluss, den ich steuere von? V, Q, so. T, Moment mal, wo bin ich? Q, T, R, F, B, C, D, A. Nee, Jack, da war ein Fehler, am besten nochmal von vorne. Hätte Welle. So, Jack, das werde ich mir schnell notieren noch. So, letzter Test, das ist meiner Meinung nach der einfachste, Sie stehen gegen mir. Ja. Oh Mann, Sie brauchen Tic-Tac. Hat jemand einen Tic-Tac oder einen Kaugummi? Leider nichts dabei. Hat jemand von euch was dabei? Herr Philipp, haben Sie was dabei? Ja. Von dem würde ich gar nichts nehmen. Aha. Der ist... So, Herr Checker, nehmen Sie das mal. Ja, ist schon besser. Ich werde einfach durch den Mund atmen. Folgendes, ich werde jetzt gegenüber von Ihnen stehen. Mhm. Ich werde gleich meinen Kopf dann in eine Richtung drehen. Sind Sie in der Lage, auch den Kopf zu drehen? Ja. Genau. So sieht das dann aus. Und es ist jetzt ganz wichtig, dass Sie gegengleich von mir machen. Sprich, wenn ich jetzt nach links gucke, von meiner Seite aus, wo gucken Sie hin? Nach links. Rechts. Genau, links. Machen Sie mal. Nach links, von Ihrer Seite aus. Genau. So. Und das machen wir jetzt einfach ein paar Runden lang. Ich werde nicht mehr dazu sprechen, Sie gucken nur, wo ich hingucke. Okay. Dieser Test soll vor allem dienen, dass Sie dem Straßenverkehr draußen wieder, zumindest als Fußgänger, sich einfügen können. Dass Sie da keine Gefährdung mehr darstellen. Okay. Also, Herr Jack, sind Sie bereit? Ich bin bereit. Guckt dann hin. Ey, das ist schnell, Mensch. Das kann doch nicht so schwierig sein. Sie sehen ja, wo ich hingucke. Okay, mir wird schlecht. Oh Mann. Mir wird schlecht. Okay. Folgendes. Herr Toxic, ich würde folgende Empfehlung aussprechen. Wir werden Herrn Winfried für diese Nacht zumindest die Verantwortung übergeben. Der Herr muss meiner Meinung nach keine Nacht mehr im Krankenhaus verbringen, ist aber, wenn er sich jetzt alleine der Stadt wieder einfügt, sozusagen, könnte er durchaus zur Gefährdung werden, für sich selbst vor allem. Dementsprechend würde ich vorschlagen, dass wir Herrn Winfried da die Verantwortung übergeben, dass er diese Nacht auf den Herrn aufpasst. Vielleicht fahren Sie gleich nach Hause zu Ihrer Frau, die macht sich anscheinend eh schon Sorgen. Und dann könnten wir es so regeln, dass Sie hier keine Nacht verbringen müssen. Ja, das ist lieb. Ja, Winfried. Und ich habe schon mit dem Herrn Winifred, habe ich schon ausgemacht, dass ich mich um ihn kümmere. Ah, Winifred. Ey, ich kenne den Mann gar nicht. Ja, Jack, ich weiß. Er ist mir auf der Straße aber ins Auto gestiegen und dann ging es mir auf einmal schlecht. Ja, Herr Winifred, genau. Wir geben Ihnen den Herrn Jack mit und dann klären Sie das unter sich, wer wie wo aufpasst. Es wäre nur sehr nett, wenn Herr Jack jetzt noch hier in Kavala rumrennen sollte, dass Sie wirklich auf ihn aufpassen. Also Jack, ich würde Ihnen raten, dass Sie am besten nach Hause gehen und sich erstmal auf die Mütze hauen, ne? Also ein bisschen schlafen. Okay. Und morgen sieht es dann alles wieder ganz anders aus. Und ich bitte Sie auch, kein Kraftfahrzeug mehr für heute zu führen. Also Ihr Fahrzeug, das werden wir entweder abschleppen lassen, beziehungsweise zu Ihrer Arbeitsstelle fahren und dann dort abstellen. Okay. Ja. Jack, gibst du mir kurz die Autoschlüssel? Ja, hast du doch vorhin schon aus meiner Tasche genommen. Ja, also die hab ich gefasst. Ich weiß noch nicht, woher du auf einmal solche Schlüssel hast, aber der hat nicht gepasst. Ich brauch den mal. Gib ihn mal. Oh,
Guter Winifred, Sie sind damit auch einverstanden, also Sie kümmern sich um den Herrn Jack? Natürlich, natürlich. Anwalt, komm. Wir besiegen jetzt die Demokratie. Ja, noch Sorge tragen, dass er auch wirklich ins Bett kommt. Wenn Sie noch schnell von der Apotheke ein, zwei Aspirin für morgen. Und auch das Behandlungszimmer verlassen, also die Tür noch zusperren. Vielen Dank, Dankeschön. Danke, Mr. Doch. Ja. Achtung, Jack, nicht stolpern, ne? Auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie ihn aufgegriffen haben, bevor er da irgendwo in der Küche schlafen gelegt hätte. Ich meine, es ist aktuell ja sehr aggressive Wiese unterwegs, die auch Menschen anknabbern. Woo! Kommen Sie aus dem Fahrzeug raus, Jack, alles klar bei Ihnen? Das Pedal klemmte, glaube ich. Ich war fast zu Hause, ich schwör's. Jetzt ziehen Sie mal den Schlüssel ab. Folgen Sie meiner Stimme? Herr Jack, warten Sie mal. Oh nein. So, Herr Jack, gucken Sie mal in das Licht. Ja, die Reflexe scheinen auch da zu sein. Geht davon aus, dass es keine Kopfverletzung ist. Check, was haben Sie denn gemacht? Ich weiß nicht. Das ist der erste Gang war wohl noch drin. Ich weiß es nicht. Das ist halt ein Sportauto. Haben Ihnen doch gesagt, Sie sollen kein Kraftfahrzeug mehr bedienen. Hat Ihnen mein Kollege vor 2 Minuten noch ausdrücklich gesagt. Okay. Ich glaube, ich laufe nach Hause. Das Auto schenke ich euch. Ja, Jack, komm, ich und der Vinny, wir begleiten dich mal nach Hause. So, die Herren, passt bitte auf unseren Kollegen Jack wirklich gut auf, ja, dass er jetzt hier keine anderen Personen und sich selbst nicht mehr gefährdet. Ja, also, alles gut. Herr Eldritz, Sie kennen mich ja immer. Hoffi, schönen Tag noch. Dankeschön. Schönen Tag noch. So, Jack, komm, deine Frau wartet schon auf dich. Oh ne, auf die habe ich jetzt gar keine Lust. Ja, musst du auch gar nicht, ne? Da kannst du dich einfach schlafen legen und dann ist gut. Achtung, Betrunkener. Du hast keine Ahnung, wie die mich dich quatscht. Ja, die kennt doch bestimmt ein chronisches Problem. Warum hast du mir davon nie erzählt? Hm? Welcher Trinker erzählt schon davon? Na komm, Anwalt, das war gute Arbeit, glaube ich. Ja, das ist ja mein Beruf. Dafür habe ich ja 20 Jahre lang studiert. Und vorher war ich 15 Jahre in der Grundschule. Oh. Nein, Jack, das ist falsch, Jack. Jack, hey, ich will was zu essen kaufen, Mensch. Ich möchte jetzt einen Burger. Hey, Jack, ich hab noch was zu essen. Ich hab noch was zu essen bei. Kannst du noch haben? Wer bist du eigentlich? Kaum was in meinem Auto ging's mir schlecht, ey. Oh. Ich bin dein Freund. Also nicht dein Freund, sondern ein Freund. Mensch, Herr Yin-Yang, parken Sie mal Ihre fucking Autos gescheit. Oh Gott, und Yin-Yang ist da. Halt, schreiten hier so rum jetzt, ey. Geht ja, bin ich schon zu Hause bei meiner Frau oder was? Jack, stell dir das mal vor, du kannst jetzt nicht auf Marktplatz gehen. Stell dir mal vor, dann wäre Pada jetzt. Was wäre dann? Ah, jetzt mein Pada fertig, so wie ich gerade drauf bin. Ja, ein bisschen Mut angetrunken, bisschen weh angefahren. Ja. Den knall ich ab, den... Also ich dreh ihn einfach einmal in die Seite. Ja. Einmal still halten. Nee. Lass mal den Colt in der Hose und dann ist gut. Nein, aus, Jack, aus. Aus, lass die Waffe aus, Jack, aus. Okay. Welcher von euch Wichsern ist Pada? Ha? Welcher von euch Wichsern ist Pada? Jack, ich mach Jack, euch alle Jack, fertig. Jack, ruhig. Ja. Ich mach Pada dich bringen. Oh mein Gott, der Rebell. Oh. Dreht er durch.
Jack, wir können nicht einfach auf offener Straße erst einmal dann losgehen, jetzt dann noch fahren. Ja, du kannst mal lang kommen, wenn er kann. Und mein Mann sagt... Herr Merkel? Was Pater, die Sau, die mach ich fertig jetzt hier. Jack, erzähl uns deine Geschichte. Was Pater? Ich hab Gedüdel aus. Jack, wir müssen mal was reden, okay? Wir gehen mal ein Stück. Herr Merkel, bleiben Sie mal stehen. Hallo, Herr Merkel. Wir sollen den Herrn Jack nämlich einmal mitnehmen. Herr Jack? Ja. Haben Sie der ist nämlich leicht angetrunken. Nein, ich glaube, er hat das Pader-Syndrom. Die Musik macht mich voll müde. Das ist eine weit verbreitete Krankheit unter den Reportern. Waffe weg! Ich kann nichts hören. Was auf Gedüll und bei die Fresse! Wir vermissen niemanden. Was macht ihr mit mir, ihr Schweine? Wir vermissen keine Verwandten im Ausland. Nehmen Sie etwa kurz mit, Herr Merkel. Den müssen Sie nicht mitnehmen, der muss einfach nur nach Hause. Nehme ich zu Pader. Wir haben auch schon von Herrn Hoffi auch schon den Auftrag gekriegt. Ja, Herr Philipp, der Erste, jetzt bleiben Sie bitte ruhig und lassen Sie uns bitte unsere Arbeit machen. Genau, sag ruhig. Ich möchte zu Pader. Herr Merkel, Sie können sich doch nicht gegen Ihren Detective erheben. Was ist das jetzt? Mach hier die scheiße Musik aus, Mensch. Darum geht's ja jetzt. Widerstand. Ein Telefon klingelt. Hallo. Oh, danke schön, ey. Wenn es meine Frau ist, sag ihr, ich komm nach Hause. Herr Merte, Herr Jack, ich fahr jetzt nach Hause, ist das okay? Nee, zu Hause ist meine Frau, Mensch, hallo, denk doch mal nach. Nehmen Sie ihn mit, ich würde gerne mitkommen, ich bin momentan der Beaufsichtigte mit Herrn Winifred dort. Ich bring mich um, wenn er mich nach Hause bringt. Ich will Pader sehen, deswegen bin ich jetzt hier, hallo. Ja, wir fahren noch mitkommen? Nein. Wo ist mein Anwalt eigentlich, ihr Schweine? Ui, Partybus. Ja, den Anwalt haben wir erschossen. Oh. Die Zulassung war abgelaufen. Außerdem hat er den Medien unschönes Material über die korrupte Polizei zugespielt. Oh nein, seid ihr so welche? Oh. Wo ist Pader? So, Herr Jack, können wir jetzt in Ruhe reden? Ich will Pader. Pader, der ist nicht hier. Wieso? Was wollen Sie denn mit Pader? Na, umbringen, hallo? Der tut ihn doch nichts. Doch. Aber der tut ihn nichts, der ist ganz weit weg. Ich mach ihn fertig heute, das sag ich. Bellt zwar immer nur, aber beißt nie. Wo wollen Sie denn hin, wenn Sie nicht nach Hause wollen? Ans Wasser. Ans Wasser? Ich kenne eine schöne Strandbar, da können wir hinfahren. Yay, weiter drin. Ja, wir können auch richtig Freunde werden, wenn wir erstmal was getrunken haben. Ja, hier gibt's Liegestühle, hier vorne ist eine Strandbar. Dann trinken wir hier ein, zwei Gläschen, Flaschen, Liter. Jawohl. Wollen wir aussteigen oder wollen wir sitzen bleiben, Herr Jack? Aussteigen. Ich krieg keine Luft hier drin. Jack, wenn ich Ihnen jetzt die Handfesseln abnehme, versprechen Sie mir dann, Ihre Waffe nicht zu ziehen und versprechen Sie mir, dass Sie ganz ruhig bleiben? Ja, ich pack sie sofort weg. Versprochen. Hey, meine Frau, meine Beine. Ciao. Was ist los? Ich glaube, Sie sind ziemlich betrunken, Herr Jack. Jack, Sie sind sehr, sehr betrunken. Passen Sie auf, wo Sie hingehen, nicht ins Wasser.
Ah, ich hab sie weggepackt. Was ist denn los? Wenn sie jetzt am Wasser ist, können sie reden. Was wollen sie denn trinken? Was soll ich denn holen? Gin Tonic. Jupp. Merte für dich? Ja, auch. Ja. Okay, machen wir drei raus. Ich mix die mal schnell zusammen. Sekunde. Boah. Boah, warte mal, ist das der Pater da hinten? Hey, Pater, du Schwein! Nein, das ist nicht der Pater. Das ist nicht der Pater. Du Schwein, du! So. Das sind Senior Officer Eldris und Detective Toxic, die sie da sehen. Stecken Sie bitte die Waffe weg. Bitte stecken Sie die Waffe weg, Herr Dick. Mann! So, ich habe hier einen schönen Gin Tonic für Sie mit ganz viel Valium. Trinken Sie den mal. Oh. Dankeschön, danke. Herr Merter, für Sie, ohne Valium. Für mich schade, mit extra Koks. So, das Valium, das sollte ja langsam wirken. Ich mach sie nochmal los. Ach, wow. Kommen Sie mal her, hier ist so ein schöner Liegestuhl, da können Sie sich hinsetzen. Wollen Sie vielleicht über Ihre Probleme reden? Ich hab keine Probleme, Mensch. Doch. Also wenn Sie volltrunken mitten auf der Straße Ihre Waffe ziehen und rumballern und nach Pada schreien, dann denke ich mal schon, dass Sie Probleme haben. Genau, ja. Sie legen sich auf die Liege. So, und ich setze mich jetzt hier so hin und dann reden wir doch mal ein bisschen. Sie bleiben mir schön auf der Liege, ich setze mich hier hin. Und dann nicke ich und mache mir immer Notizen und... Ja, fangen wir doch mal bei Ihrer Kindheit an, Herr Jack. An was erinnern Sie sich da noch? Wie war die Kindheit? Ich erinnere mich nur an Schläge von meinen Eltern. Wenn ich mit schlechten Noten nach Hause kam, dann habe ich gleich auf die Fresse gekriegt. Ach, also eine wunderschöne Kindheit, die Sie da hatten. Ja. Okay, also ich sehe schon, Sie haben da große Probleme, die Sie nicht bewältigen. Und ich glaube, ich weiß auch, was Ihr Problem mit dem Herrn Pader ist. Ja? Ich glaube dadurch, der Pader, der erinnert Sie, glaube ich, an Ihren Vater. Ja, vielleicht ist er sogar Ihr Vater, das weiß ich nicht, aber Sie projizieren auf jeden Fall den Hass, den Sie auf Ihre Eltern eigentlich haben, den projizieren Sie alle auf den Herrn Pader. Deswegen wollen Sie den armen Herrn Pader umbringen, weil Sie sozusagen einfach, Sie sind einfach krank, Sie sind geistig krank. Herr Pader hat... Sie müssen einfach eingewiesen werden, aber ich bin natürlich auch kein medizinischer Experte, aber... Ich werde mich immer daran erinnern, dass Pader hat mich angeschossen. Das ist wirklich passiert. Ich glaube, das haben sie sich nur eingebildet. Also diesen Hass, den sie eigentlich auf ihre Eltern hätten, auf den armen Herrn Pader projizieren. Nein. Die haben sich das nur eingebildet, dass sie angeschossen wurden. Ah. Sie sind ja auf seiner Seite, oder was? Sie ist, wow. Nein. Sind sie jetzt alle korrupt? Hier gibt es keine Seiten. Klar. Sie sind krank. Ich will Ihnen ja eine SMS bekommen von meinem Anwalt. Moment, ich lese mal. Herr Jack, wurden Sie verschleppt? Wo sind Sie, dass ich Sie mit einem Sicherheitsteam retten kann von der Willkür der Staatsgewalt? Da muss ich zurückschreiben. Aber welche Willkür denn? Wir sitzen hier doch ganz friedlich und reden miteinander. Sie haben noch nicht mal Handwerk. Machen Sie einen Tonic? Wollen Sie noch was trinken, die Herren? Ach, ich hab noch. Herr Jack, wollen Sie noch was trinken? Ja, bestimmt, ne? Ja, klar. Hallo. Ich hole noch mal was. Warum sind wir denn sonst hier? Oh. Absolut. So. Schön zusammenmischen. Der holt die aus dem Klo, ey. Was trinke ich da eigentlich? Nein, da ist die Strandbar drin. Also. Das ist die Strandbar. Bitte schön, lassen Sie sich schmecken. Danke. Oh, Alter, bin ich müde geworden, ey. Ja, also ich glaube, Sie sind einfach ein bisschen krank. Sie brauchen vielleicht einfach ein wenig Hilfe. Ich glaube, da hinten kommt ein Sicherheitsteam. Äh,
I see trees are green, red roses too. Schönen guten Abend, die Herren. Tag. Guten Abend. Wir machen ja gerade eine psychologische Behandlung mit dem Herren. Können Sie bitte ein bisschen Diskussionsstand wahren? Achso, ich bin sein Anwalt, ich darf das. Aber die Herren hier sind doch ein Sicherheitsteam, aber das würde ich jetzt trotzdem gerne bitten, ein Stück wegzugehen. Normalerweise, ja, die Herren, ich kann Ihnen einen schönen Drink mixen, was wollen Sie denn haben? Normalerweise trägt mein Anwalt auch kein Kopftuch, also... Hab dich fast ein kleinen Kopf. Ich hab ihm doch gesagt, ich war gerade auf der Großwildjagd. Achso, ja. Wissen Sie, ja, okay, diese Wiesel sind sehr schreckhaft, ich mix über mal was. Menschlichen Gesichter, deswegen muss ich meinen Kopf verlegen. Ah, das leuchtet. Rot-blau. So, rot-blau. Können Sie sie schmecken? Ah, vielen Dank. Schmeckt sehr lecker. Das dazu. Also jetzt, wo ein Drink hier für Sie in der Runde sitzen. Herr Winifred, auch ein Drink für Sie. Hallo, hallo. Jetzt, so, wo wir jetzt reden wir weiter über Ihre Kindheit. Den Hass, den Sie da auf den armen Herrn Pada drauf projizieren. Ja, Pada mache ich. Pada mache ich noch fertig, wisst ihr das? Jungs. Meine Freunde, meine neuen Freunde. Nee, sie sind betrunken und sie sind krank. Herr Pada hat ihnen nichts getan. Ach, doch, doch. Guten Abend. Hallo. Das haben sie sich alles nur eingebildet. Es gab nie einen Schuss von den Herrn Pada aus. Doch, doch. Das habe ich sogar mit meiner Brille gefilmt. Und ich gucke mir das jeden Nein, Abend das an. Nein, das bilden sie sich ein. Sie sind einfach krank. Jeden Abend gucke ich mir das auf meinem Handy nochmal an. Nein, das ist nicht gut für Sie und Ihre geistige Krankheit. Ich habe Sie extra ausgepiept. Ich kann nicht dafür, dass Leute sich in mein System gehackt haben. Ich höre immer nur dieselbe Scheiße. Ich will, dass Sie es endlich dementieren oder Sie löschen jetzt alle Dateien. Ich habe die Schnauze voll. Mir reicht's. Ich dementiere. So lösen Sie niemals Ihre Probleme. Ich bin ein gestandener Mann. Ich kann mir doch nicht sagen. Sie sind ein betrunkener lassen. Mann, der geistig nicht mehr ganz frisch ist. Ich kann mir doch nicht von einem Pada das Leben kaputt machen lassen. Das geht nicht. Sie machen sich eher selber das Leben kaputt. Wo ist mein Gin Tonic? Da. Ich hab ihn doch gerade schon. So, ich mix ihn nochmal ein. Bleiben Sie sitzen. Schauen Sie aus dem Meer. Ich mix ihn nochmal schnell ein hier. In meiner sehr speziellen Bar. Ach Mist, meine Vorräte sind alte, ich muss neue Vorräte holen. Da kannst du gleich den Pada mitbringen, dann mach ich ihn fertig, die fette Sau. Ey. Denk nur, weil er 2 Meter groß ist, dass er mir Angst machen kann. Pada nur 1,99 Meter und 2,7 Zentimeter. Der mit seinen Quadratlatschen, Mensch, kleine Kinder sehr gerne an den Füßen. Bitte schön, nochmal einen Gin Tonic mit extra viel Valium, nur für Sie. Dankeschön. Jetzt sind gerade mein Mandant noch Drogen. Nein, nur Beruhigungsmittel. Wollen Sie vielleicht doch langsam ins Bett? Oh. Naja. Sollen wir sie noch nach Hause bringen und dann überlegen sie sich das mal. Zu Hause wartet Krankheit, vielleicht suchen sie sich professionelle Hilfe. Zu Hause wartet eine unzufriedene Frau mit 2 Kindern. Okay, vielleicht in irgendein Bordell zu irgendeiner Geliebten. Ein Kind habe ich ja nur, ich vergessen. Ein Kind. Umbauen. Vielleicht sollen wir sie auch in die Geschlossene bringen. Ja. In ein Hotel. Umbauen. Wo ist eigentlich hier der nächste Puff? Ich ruf mal meine Sekretärin. Da fragen Sie den Herrn Merte, der kennt sich da besser aus als ich. Der nächste wäre da hinten aus Kavala raus. Circa 3 Kilometer von hier. Ey, ich gehe mit dem Ich gehe zu meiner Sekretärin. Kennt ihr vielleicht? Die heißt Evi. Da komme ich. Ach, ich dachte Jeffrey Crane. Nee, das ist ein Top-Mitarbeiter von mir und der ist gerade im Auslandseinsatz. Ich gehe zur Evi und stecke erstmal gleich einen schön weg. Mein Mandat möchte damit die
Wieso gräbt er sein Gesicht in meine Eier? Geh mal weg. Ja, der will sie schon mal warm machen für die Eben. Das ist in dem Gebiet, das ist in der Region, wo dieser Herr herkommt, das ist ein Zeichen der Zuneigung. Nee, nicht wirklich. Und sie streichen da auch immer ihre Wange als erstes an den Eiern. Und damit ihre Verbundenheit signalisieren. Ja, ist gut. Wo ist Pada? Da sollen wir sie zu dem Puff bringen, Herr Jack. Nee, ich rufe gleich meine Sekretärin. Oder sollen wir sie zum Herrn Pada bringen für den finalen Showdown? Ja, der soll selber hierher kommen. Mach ich fertig. Oh, der große Showdown. Wir können sie hinbringen. Live auf Channel 7. Ja, ich höre gerade, Pada hat den dringenden Notfall. Packen Sie doch mal die Waffe weg, Herr Jack. Lass mich in Ruhe. Oh shit, Hilfe. Herr Anwalt. So, ich glaube, wir nehmen ihn jetzt einfach die Waffe weg, Herr Jack. Ich glaube auch, dass wir uns jetzt mittlerweile gefährden. Das ist nicht gut. Herr Merz, hallo. Du musst mich doch an sowas dran hindern, du Anwalt, Mensch. Kann doch nicht sein, was bist du für ein Anwalt? Würde sie ja gerne daran hindern, aber sie agieren schneller, als ich reagieren kann. Hey, sind Sie besoffen oder bin ich besoffen? Hallo? Die nächste Doku auf Channel 7 News. Ich würde ein bisschen Wer ist das denn? Der Bär. Herr Jack, wir nehmen Sie erstmal mit in unser Hauptquartier. Dann reden wir noch weiter. Ich will Auto fahren. Herr Bär, Sie kommen gar nicht mit. Nehmen Sie bitte Abstand von dem Fahrzeug. Tut mir leid, ja, sehr gut. Machen Sie es gut, Ihnen allen noch einen schönen Abend. Also jetzt wäre ich wirklich langsam müde. Oh, rot-blau. Ja, das liegt vielleicht an den 3,5 Kilo Valium, die ich Ihnen in Ihre Gin Tonics getan habe. Ja. Nein, also sowas würde ich ja niemals machen. Rot-blau. Herr Jack, ich glaube, Sie haben es heute Abend ein bisschen übertrieben. Sie kommen erstmal bei uns in die Ausnüchterungszelle. Okay. Also langsam kann ich echt schlafen gehen. Dann bringe ich Sie ja mal in unsere schöne Ausnüchterungsfälle. Ah, Pada, die Mister war ich noch fertig. Den kriege ich noch, das sage ich euch, Jungs. Wir sind da jetzt Freunde. Ja, wo sind Sie? Wer ist das denn? So, Herr Jack. Sie haben ja noch Ihre Waffe. Ich würde Sie bitten, die erstmal auf den Boden zu legen. Stopp. Was wollen Sie denn jetzt hier, Herr Philipp, der Erste? Sie können doch nicht einfach so reinrennen. Wie Sie Herr Merte hat... Halt, stopp, jetzt rede ich. Wir haben niemanden. Ja, Herr Philipp, verlassen Sie bitte umgehend hier das Polizeigelände. Ich teile Ihnen hier mit einem Platzverweis. Kaum war der Typ in meinem Auto, war ich besoffen. Den habe ich auf der Straße aufgegabelt. Das ist unglaublich. Sie sind alle irgendwie ein bisschen betrunken. Herr Jack, legen Sie bitte Ihre Pistole auf den Boden. Aber das ist die, habe ich von meinem Großvater. Sage das nicht noch einmal. Ich habe die von meinem Großvater. Sie bekommen die wieder. Sie bekommen die wieder. Ich möchte aber nicht, dass Ihnen was passiert. Ich bin auch ein bisschen zu tief. Aber ich damit muss ihn auch selbst verletzen. Wenn der Pader kommt. So, Herr Jack. Der ist in der Ausnüchterungszelle und Sie bleiben mir bitte auch weg. Also das ganze Licht hier drinnen macht es mir nicht gerade einfach. Ja, ich werde das mal eben ausschalten, das ist schon so ein bisschen... Das ist schon Psycho. Boah, meine Augen. Ey, Donut, informiert mich. Informiert dich, dann müssen wir nämlich nicht.
Und dafür werde ich gerade in der Ausrichtung persönlich anprangern. Ich würde Sie auch bitten, das Gelände hier zu verlassen. Ja. Achso, dann haben Sie ihn jetzt endgültig. Okay. Herr Philipp, der Erste, Sie haben einen Platzverweis. Mein Job erst bei der Gerichtsverhandlung weiter. Dann noch ein Herr Toxic kann das ja alles. So, verlassen Sie sofort das Gelände, Herr Philipp der Erste. Ansonsten kommen Sie auch in die Ausführungszelle. Ich bin doch gar nicht betrunken. 3, 2, wie soll ich denn bis dahin vom Polizeigelände weg sein? Was fällt Ihnen überhaupt ein, Sie billiger Senior Officer? Ich bin PNC-ler schon mal daran gedacht. Na, no, Herr Check, ich bin noch ein Freifahrtschein für alles. Ich habe Ihnen mal einen Kaffee gemacht. Ich brauche was zum Schlafen, weil ich zum Vergessen. Ich brauche eine Dröhnung, kriege ich eine Dröhnung. Herr Check, das ist ein koffeinfreier Kaffee. Sie können den mal trinken, um mal ein bisschen wieder zu Sinnen zu kommen. Sie können ja keine Lügen bleiben. Was haben Sie mit dem Herrn Check gemacht? Warum haben Sie ihn entführt? Was Sie brauchen, ein bisschen Wasser oder was zu essen, und sagen Sie Bescheid, dann bringen wir Ihnen etwas. Dankeschön. Wir haben nichts Schlimmes gemacht. Ja, ich habe noch einen kleinen also ein Schlummertrunk für Sie. Hier eine kleine Beruhigungsspritze. Ich hätte gern... Guckst jetzt einmal, dann schlafen Sie friedlich ein. Jetzt hören Sie mir doch mal zu, ich brauche ein bisschen Kokain, um hier wieder wach zu werden. Schlafen Sie schön, bis morgen. Gute Nacht. Ach, welchen Detective denn? Toxic. Hallo? 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 Mein Gott, wie lange soll ich denn noch hier drin herumliegen? Hallo? Wo sind wir denn? Holt mich aus der scheiß Zelle raus. Was soll das denn? Hallo? Nee, mach ich doch jetzt zu. Deswegen. Hallo, lassen Sie mich bitte raus. Ich muss erst ein paar fragen. Ja, keine Ahnung, was hier los ist. Fragen, Herr Jack. Nee, da bleiben Sie bitte mit fern. Jack, einfach, kann ich mich einfach rauslassen, Herr Jack. Also, warte erstmal ein paar anfangen, was da los ist. Nee, lassen Sie mich bitte raus. Ach, Herr Jack. Ich wurde hier eingesperrt. Ich weiß nicht warum, ich bin hier aufgewacht, so hallo? Was ist denn jetzt los? Wem wurde eingesperrt? Weiß ich nicht, ich weiß nicht mal, wie ich hergekommen bin. Dann ist das wahrscheinlich die Ausrüstungszelle, Herr Zweck. Ja, dann lassen Sie mich raus, ich bin offensichtlich wieder nüchtern. Ich habe mich 2 Tage lang, glaube ich, nicht bei meiner Frau gemeldet. Die muss aber neu sagen, Herr Zweck. Ich hätte gerne Wasser, ich habe so ein Pappmaul, ey, wow. Jetzt komm, Herr Check, dann kommen wir mal mit gleich. Warten Sie mal kurz, ich gebe Ihnen mal einen Kaffee. Danke, oh, Kaffee, gut. Ein Traum, ey, danke. Dankeschön. Wollen Sie einen Donut dazu? Die sind lecker heute. Frisch gebacken. Ja, gerne. Wie spät haben wir es denn überhaupt? Moment mal. 10 vor 6. Ach du Scheiße. Ja, Jack, ich glaube, da müssen wir jetzt mal bei der Frau melden, ne? Aha, das wird noch lustig. Kann sein, dass ich sie nachher brauche. Darf ich jetzt gehen, oder? Ich funk mal kurz an, nicht, dass ich hier Pfeife mache, ne? Na gut, dann gehe ich einfach nochmal hier rein. Oh, aber ihr braucht echt Betten hier drinnen, ne? Alter, hab ich Rückenschmerzen. Wie bitte? Ihr braucht hier echt Betten drinnen. Das ist echt ungemütlich. Ich wollte gerade sagen, wenn Sie 2 Tage auf dem Boden hier hatten, glaube ich, jetzt Rückschmerzen haben. Das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann, war Autounfall, gesoffen und dann bin ich hier aufgewacht. Ach du Scheiße. Dann sind Sie mal froh, dass der Pader jetzt nicht gerade rausgeholt hat. Ja, mit dem können Sie mir ruhig fernbleiben. Mit dem will ich gar nichts zu tun haben. Ja, ich habe schon die Nachrichten gesehen. Lalala. Oh, halt, da geht's mir richtig dreckig, ey, wow. Was sagen jetzt die Kollegen? Darf ich gehen, oder? Ja, Herr Jack, Sie sind denn ausgemischt, oder? Ich bin
Ich fühle mich top, außer Kopfschmerzen. Gut, dann würde ich aber zur Sicherheit noch ganz kurz einen Alkoholtest mit Ihnen machen, wenn Sie einverstanden sind. Okay. Das nur zu Ihrer eigenen Sicherheit. Gut, dann eine Sekunde ganz kurz. Gut, Herr Jack, dann husten Sie mal hier bitte ins Röhrchen. Reicht. Ach, mehr Luft hatte ich auch nicht. Bitte. Mal kurz drauf gucken. Mensch, Mensch, Mensch. Wir sind zwar gut ausgelöscht. 0,0. Ach, das lobe ich mir, Herr Jack. Dann muss gut, Herr Jack, dann denke ich mal, dass Sie frei sind und sich bei Ihrer Frau auf jeden Fall mal melden sollten. Ja, jetzt kommt der nächste Kampf. Ich glaube, der ist der Vater noch das kleinere Problem. Danke für den Kaffee und den Donut. Gar kein Thema, Ed. Einen schönen Tag noch. Ja, wünsche ich auch. Danke. Oh, danke, tschüss. Das ist hell, ey, meine Augen. Du bist schon richtig bleich geworden, Herr Jack. Ey, das war auch krass gestern. Ja, Herr Jack, wo wollen Sie denn gerade hin? Ich fahr zu... Müssen Sie zum Marktplatz? Nee, zu mir zum Haku. Das Channel 7. Soll ich... Kannst du da kurz abladen, wenn Sie wollen? Ach ja, das wäre gut. Zum Laufen... Ich muss da sowieso vorbei. Eben, ich meine, wenn sie zwei Tage gelegen sind, dann gut. Ja, wie lange ich da so viel laufen auch bestimmt nicht gut. Ja, ich bin hier eingeschlafen, gehe ich mal von aus. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wer mich da reingesteckt hat. Ja, sollten Sie auf jeden Fall nicht überanstrengen. Also, sie dann fahren, steigen Sie mal hier ein. Schön Pickup. So, gut. Das glaube ich Ihnen. Ist auch kurz das Radio leise drin, sonst verstehe ich Sie wieder kaum. So, ich glaube, jetzt müsste besser sein. Alles. Schönes Auto. Danke. Das ist noch relativ neu jetzt, ehrlich gesagt. Das habe ich gerade erst gekauft. Gut, mach ich. Seh da, ob meine Sekretärin auch schon Kaffee gemacht hat. Das hoffe ich doch für Sie. Danke für die Fahrt. Gut. Gar kein Thema. Tschüss.